Bevor es so richtig losgehen kann in Berlin, braucht Detlef Seif eine Wohnung. In Reichstagsnähe und funktional soll sie sein. Mehr nicht. Er ist nicht zum Vergnügen in der Hauptstadt, findet er. Der 46-jährige Anwalt aus Weilerswist ist seit fast 30 Jahren treuer Parteisoldat. Junge Union, Mittelstandsvereinigung, dann irgendwann Kreisverbandsvorsitzender. Er hat die Ochsentour hinter sich, weiß, wie es ist, von Termin zu hetzen. Auch heute. Als nächstes werde ich in den Reichstag fahren, dann werde ich zur Personalabteilung gehen. Ich brauche auch einen Ausweis, ich habe zwar einen vorübergehenden, aber es gibt auch einen mit Passfotos, deshalb gebe ich gleich auch die Passfotos ab. Dann werde ich mich mit einem Bekannten aus der CDU-Fraktion zum Mittagessen treffen und werde auch schon wieder die Heimreise antreten. Ein Timing, das Kondition erfordert. Um fit zu bleiben, will Seif künftig oft zum Bundestag radeln. Der Limousinenservice soll eine Ausnahme bleiben, sagt er. Wenn es nach Detlef Seif ginge, dann würde zuerst einmal das Gesundheitssystem komplett umgekrempelt. Genau da kann er sich bei seinen Parteifreunden aber auf Widerstand gefasst machen. Wenn man als Politiker nicht eine gewisse Härte hat und sich nicht über Enttäuschungen hinwegsetzen kann, weil die Politik ist ein Feld, bei der es massenweise Enttäuschungen auch persönlicher Art gibt, dann ist man falsch an dieser Stelle. Dann sollte man lieber zum Gesangsverein gehen. Seine Aufgabe im Europaausschuss des Bundestages findet Seif äußerst spannend. Gerade jetzt, wo sich die EU durch den Lissabon-Vertrag neu ordnet.